2013 fahre ich mit dem Rad in der Donau. Die Donau geht durch 10 Staaten. Ich teile meine Tour in 7 Teilabschnitte. Nun stelle ich den ersten Teilabschnitt vor, nämlich der Weg zur Donau. Am 7.04. 6.54 Uhr ging mein Zug von Leipzig, Rückmersdorf und 15.17 Uhr war ich in Emmendingen im Breisgau angekommen. Die Zugfahrt ging über Frankfurt Flughafen, Mainz Hauptbahnhof und Freiburg. Jetzt bin ich in Emmendingen, bleibe da einen Tag und dann am 9. geht der Weg durchs Gebirge hin zur Pregquelle. Von der Pregquelle, den Pregradweg nach Donaueschingen, wo dann der zweite Teilabschnitt, die deutsche Donau, beginnt. Ein Blick aus dem Hotelzimmerfenster ist klar und deutlich zu erkennen, hier ist der Frühling angekommen. Wo ich losgefahren bin, bei minus 3 Grad Celsius, war nirgendwo was Grünes zu sehen. Hier im Breisgau bei fast 10 Grad Celsius plus blüht und grünt es fast überall schon. Am 8.04. mache ich einen Tag Pause und nun geht es in die Stadt Emmendingen. Die Hochburg in Emmendingen. Blick auf den Berg Kandel. Er ist 1241 Meter. Und ein Schwenk nach Westen. In 32 Kilometer entfernten Feldberg, in Wolken verhangen, kaum zu sehen. Blick auf die Stadt Emmendingen von der Hoburg gen Westen. Und von dieser Burg aus sind es nur 80 Kilometer bis nach Elsass. Einstmal oberer Burghof. Das Rathaus von Emmendingen. Einkaufsmeile. Die evangelische Kirche. Das Markgrafenschloss. Dazwischen stand meine Synagoge.
unten gerade rüber die katholische Kirche. Nach der kleinen Stadtbesichtigung von Emmendingen bin ich nun auf dem Weg zum Aussichtsturm Eichenbergturm. Emmendingen ist teilweise vom Wald umgeben. Blick zum Kaiserstuhl. Und zu Füßen liegt die große Kreisstadt Emmendingen. Ein Blick über den Schwarzwald. Und unten im Tal liegt Marek, wo ich mein Hotelzimmer habe. Und morgen geht's nach der Seite weiter Richtung Donaueschingen über die an die hohen Berge vorbei. Nach der Turmbesteigung geht es jetzt nun wieder nach Malek. Meine Herberge. Der Hotelgarten. Blick von meinem Balkon aus heute mal den 9.4. beginnt jetzt meine erste große Etappe nach Donaueschingen. Die schneebedeckten Berge des Grandels.
Er ist der höchste Berg im Kreis Emmendingen. Von Simonswald komme ich her. Und nun geht es zur Martinskapelle. Es sind von meinem Standpunkt aus noch 10 Kilometer. Und das bergan. Von hier bin ich schon 200 Höhenmeter bergauf geklettert. Am Gummeneck sind es 510 Höhenmeter. Abbruch der Etappenteilabschnitt Martinskapelle. Es ist nicht mehr möglich, mit dem Fahrrad dorthin zu kommen, zumindest nicht auf den Weg. Ich muss jetzt umkehren und erstmal wieder Richtung Simonswald fahren. Ich bin wieder am Gummeneck. Ein Blick noch einmal auf der Wegweisertafel zeigt, dass ich nur 3 Kilometer steil bergan das Fahrrad geschoben habe und weit über eine Stunde gebraucht habe. Und insgesamt sind es ja von hier aus ja 9. Ein Blick ins Tal hinüber zu den größten Bergen des Schwarzwaldes. Einer davon ist der Oberdeck mit 1177 Metern Höhe. Unten im Tal liegt Simonswalde und ein Schwenk nach dort drüben. Ich vermute, dort oben auf dem Berg wäre die Martinskapelle gewesen. Als ich ein Stückchen die Hauptstraße entlang gefahren bin, bin ich jetzt wieder auf dem Weg nach Furtwangen. Diesmal ein ausgeschütteter Radweg. Ein Blick auf einen Wegweiser. Es könnte nämlich möglich sein, wenn ich den ersten Weg genommen hätte oder weitergegangen wäre, wäre ich nicht auch hier rausgekommen. Bei Martinskapelle sind es hier 5 Kilometer und nach 7 und 2, 6 Kilometer sind zusammen 11 Kilometer. Und genauso viel waren es hier, wo ich auch losgefahren bin. Beim Wolfshof, 660 Meter über normal. Die Hälfte haben wir geschafft bis Furtwangen. Furtwangen ist ungefähr bei 1200. Und Simonswald so bei 300 Meter über normal Null. Blick ins Tal. Wie klein die Häuser da unten geworden sind. Von der da unten komme ich nämlich. Ich nähere mich langsam der 1000 Meter Höhengrenze. Hier liegt noch teilweise Schnee. Schneeberge am Straßenrand. Ein ständiger treuer Begleiter vom der Nollenbach. Der Brentberg ist der höchste Berg im Kreis Furtwangen. Ich habe wahrscheinlich den höchsten Punkt meiner heutigen Etappe erreicht. Scheint mir es höher zu sein wie beim letzten Mal.
Alles weiß, das heißt, man ist weit über 1000 Meter Höhe. Schwarzwaldpanorama. Jedes Mal, wenn ich geglaubt habe, ich wäre oben, dann ging es noch weiter nach oben. Vor mir liegt Furtwangen bei 1150 Meter Höhe. Hier unten circa fast 0 Grad Celsius. Hier bin ich zwar schon mit 3 Stunden Verspätung angekommen. Ich wollte eigentlich 15 Uhr hier sein, jetzt haben wir es bald oder überhaupt schon 19 Uhr. Der prägt 3 Kilometer in etwa von der eigentlichen Quelle entfernt. Aufgrund der hohen Schneemengen konnte ich nicht zur Martinskapelle vorgelangen. Die Gemeinde Föhrenbach. Ich bin in Donaueschingen angekommen. Die letzten 22 Kilometer waren eigentlich umsonst, fuhren die von Föhrenbach nach Donaueschingen. Aber dann wurde es immer dunkler, man hat eigentlich fast gar nichts mehr gesehen. Am 10.04. beginnt der zweite Teilabschnitt, die Deutsche Donau. Bevor sie beginnt, schaue ich mir die Stadt Donaueschingen an und anschließend gebe ich dann mit dem Fahrrad weiter nach Beuron. Nun ein Blick aus meinem Hotelzimmerfenster. Rathaus von Donaueschingen. Die Pickup. Ein Quellfluss der Donau. Hier nahe des Bahnhofs. Meine Herberge in Donaueschingen. Nun geht es weiter in der Radrichtung Beuron. Das Donaueschinger Stadtschloss. Im fürstlich-fürstenbergischen Park wird gebaut, um die baufälligen Brücken noch zu erhalten. Ein Parkteich. Eine Insel im Schlossteich.
Und das alles noch ein und dasselbe Teich. Von meinem Quartier bis hierher am Rande des Fürstenbergischen Schlossparkes bin ich um 2 Kilometer gefahren. Und hier ist das erste Mal das Symbol, die deutsche Donau, zu sehen. Also beginnt hier mein zweiter Teilabschnitt. Auf der anderen Seite des Schlossparkes fließt die Breg. Also man kann sagen, der Schlosspark ist eingekesselt zwischen Breg und Brigach. Hier die Brigach. Hier der Breg. Und zusammen die Donau. Hier auf der Karte ist nur die baden-württembergische Donau abgebildet. Ich bin in Donaueschingen. Es muss ungefähr hier liegen bei Beuron. Ein weiteres Etappenziel, was ich irgendwann erreiche, ist Uedlingen und Ulm. Weiter steht oben, die Donau ist nach der Wolga der zweitgrößte Strom Europas. Und sie beginnt hier, wie schon mal erwähnt, in Donaueschingen und mündet nach mehr als 2800 Kilometer ins Schwarze Meer. Aufgrund der zahlreichen Bauarbeiten ist der Park nur eingeschränkt nutzbar gewesen. Im Park soll es noch eine Donauquelle geben. Nämlich hier unmittelbar vorm Schloss. Wie sich die Landschaft schon radikal verändert hat, im Gegensatz zu gestern, bei Furtwang in 1150 Metern Höhe. Hier bin ich ungefähr bei 680 Meter Höhe. Vor mir liegt die erste Gemeinde an der Donau. Sie heißt Voren.
die junge Donau. Nach fast 20 Kilometern von dem Zusammenfluss von Breg und Brigach versickert hier bei Immendingen die Donau. Vor mir liegt Immendingen. Das Donautal wird wieder enger. Und unten plätschert immer noch die Donau. Das Donautal vor Beuron wird wieder breiter. Und die Berge werden rechts und links immer niedriger. Ein Blick übers Tal von der Mühlenheimer Oberstadt. Die Donau. Die historische Altstadt. So, noch einmal ein Blick ins Tal von der Mühlenheimer Oberstadt. Nun geht es weiter Richtung Beuron. Von unten viel besser zu sehen das Schloss von Mühlenheim. Ungefähr 10 Kilometer vor Beuron werden die Berghänge sehr steil, sodass keine Pflanzen mehr am Hang wachsen können. Gebirgspanorama, ungefähr 5 Kilometer noch bis Beuron. Da unten quetscht sich die Donau zwischen die Berge hindurch. Nicht wie am Anfang angenommen, dass es da hier breiter wird, sondern hier wird es immer enger
Und der Radweg hat auch ganz schöne Steigung wieder drin. Vor mir liegt Beuron, mein Etappenendziel. Ich bin in Beuron angekommen. Ich bin am 9.4. in Emmendingen, den Stadtteil Malek, losgefahren. Bis Keppenbach ging es bergab. Von Keppenbach bis zur Höhe Waldkirchen wieder bergauf. Von Waldkirchen bis Simonswalde ging es halbwegs mitfahren, aber dann von Simonswalde nach Furtwangen war das schwierigste, aber auch zugleich schönste Stückchen. Die erste Variante, wo ich dann abgebrochen habe, ging ja von Simonswalde 12 Kilometer bis zur Martinskapelle. Da habe ich gedacht, bist du so in 2 Stunden, 2, 3 Stunden in Furtwangen. Aber es war ja ein Irrtum. Dann bin ich ja dann außen rum über die Nollenbach-Schlucht hoch nach Furtwangen. Und von Furtwangen ging es dann den Berg hinab nach Föhrenbach, sodass ich auf diesem Teilabschnitt sehr viel Zeit verloren habe, wurde es dann hier in Föhrenbach schon dunkel. So musste ich von Föhrenbach bis nach Donaueschingen in der Dunkelheit fahren. Und so bin ich erst in Donaueschingen kurz nach um 10 abends angekommen. Das war mein spätestes Ankommen jemals in einem Quartier. Nochmal zu der Martinskapelle. Die Martinskapelle ist nämlich die Quelle des Breaks. Deswegen wollte ich ja dorthin und dann von der Martinskapelle den Breakradweg nach Donaueschingen fahren. Aber das ging ja nun mal nicht. Weil einerseits war ja die Martinskapelle fast ringsum eingeschneit und auf der anderen Seite war auch der Radweg, der Breakradweg nach Donaueschingen nicht immer passierbar, außerdem wurde es ja dann schon dunkel. Nun möchte ich mal noch was zu der Tour vom 10.04. sagen. Sie begann in Donaueschingen bei 680 Metern und endete in Beuron bei 636 Metern. Von Donaueschingen bis nach Tuttingen, zwischen Waldlicht und Mülheim, ging es eigentlich fast immer nur bergab. Aber ab Mülheim begann das Donaudurchbruchstal. Das heißt, der Übergang von den Schwarzwald zur Schwäbischen Alb wurde es dann hier schon wieder deutlich gebirgiger. Bei Immendingen sollte die Donau zwar versickern, aber tat es nicht. Scheinbar lag es daran, an den großen Schneemengen im Gebirge noch.
Für diese Tour habe ich 66 Kilometer gebraucht. Nun die deutsche Donau als Ganzes noch einmal vorstellen. Sie beginnt in Donaueschingen und endet an der Grenze zu Passau. Sie geht vom 10.04. bis zum 20.04. Insgesamt sind es 9 Etappen mit einer Pause in Regensburg. Die Gesamtlänge beträgt ca. 550 Kilometer. Blick aus meinem Hotelzimmerfenster in Beuren. Am 11.04. geht es jetzt nun weiter Richtung Riedlingen, aber zuvor schaue ich mir das Kloster an. Die Erzabtei in Beuron. Eine Erzabtei ist eine Art Zentrale, wo mehrere Klöster noch unterstehen. Darin ist Filmen verboten. Und nun geht es weiter Richtung Riedlingen. Ein Blick zurück nach Beuron. Beuron ist nicht viel größer und fast alles in Beuron hängt irgendwie mit der Erzabtei zusammen. Die Donau kurz hinter Beuron. Der Zug fährt durch einen Tunnel, nämlich den Käpfle-Tunnel. Und ich muss über den Käpfle. Die Kapelle am Wegesrand ist genauso schmucklos wie die Erzabtei. Die Kapelle von außen. Hoch über den Felsen thront die Burg Wildenstein. Bei schönem Wetter, das heißt ohne Regen, würde ich die 2 Kilometer noch in Kauf nehmen. Felsformation am Wegesrand. Und dort thront wieder eine Burg hoch auf die Felsen. Sie scheint sogar noch größer zu sein wie die erste, die ich gesehen habe. Nun sieht man die Burg von nahen. Und unten ist die Gemeinde Tiergarten. Auf einer Höhe von 589 Metern.
bin ich schon etliche Höhenmeter wieder gefallen. Das ist die Burg, die wir oben auf dem Felsen gesehen haben. Hier. Radweg gesperrt. Die Gemeinde unterhalb der Burg ist nicht Tiergarten, wie angenommen, soweit bin ich noch nicht, sondern ein Stadtteil von Beuron, nämlich Hausen. Ein Blick über die Donau. Hier kann man erahnen, warum der Radweg gesperrt ist. Riesige Felsbrocken liegen am Ufer der Donau. Nach einer Umleitungsstrecke bin ich jetzt wieder auf den richtigen Radweg. Grad und mehr steigen hier die Felswände empor. Und unten fließt die Donau. Und aufgrund der vielen Niederschläge ist der Weg auch nicht gerade der beste. Eine Donauschleife. Man kann es so ungefähr erkennen, so wie die Fahrstraße auf der anderen Seite geht, beziehungsweise wenn der Zug kommt. So schlängelt sich die Donau hier vorbei. Ich bin in die Schwäbische Alb angekommen. Ab Beuron kann man mit kleinen Booten mit Einschränkungen wie die Höhe des Wasserstandes, Jahreszeiten und ähnliches. Hier muss man natürlich auch noch mit rechnen, mit zahlreichen Wehren, wo man die Boote herumtragen muss. Hinter mir liegt die Gemeinde Gutstein. In Gutstein wurden Anfang des 20. Jahrhunderts über 4 Millionen Weinbergschnecken produziert und nach Frankreich geliefert. Und Gutstein ist somit auch die letzte Gemeinde im Donaudurchbruchstal. Das Donaudurchbruchstal ist immer eine Reise wert, von Mülheim, wo ich gestern war, bis nach Gutstein. Die Donau bei Gutstein. Und hier sind es ungefähr noch 7 Kilometer bis Sigmaringen. Eine der unzähligen Wehre an der Donau, die das Bootsfahren eigentlich unmöglich machen. Die ersten Bäume fangen an zu blühen. Hier die Weide. Kurz vor Sigmaringen führte mich der Radweg über eine Anhöhe. Und von Weiden kann man
die ersten Häuser von Sigmaringen von sehen. Ich bin in Sigmaringen. Wilhelmstraße. Das Sigmaringer Schloss. Stadtblick vom Schloss. Das Schloss Sigmaringen ist in Besitz der Fürstenfamilie Sigmaringen Hohenzollern. Der Marstall. Das Rathaus von Sigmaringen. Die Donau in Sigmaringen. Nun geht es weiter zu meinem Etappenendziel nach Riedlingen. Grablegungsstätte der Fürsten von Hohenzollern seit 1844. Ungefähr noch 15 Kilometer bis Riedlingen, mein Etappenziel. Aber die Landschaft hat sich wieder radikal geändert. Im Gegensatz zu heute früh in Beuron. Hohe Berge sind verschwunden. Hier und da mal eine kleine Anhöhe, aber ansonsten eben. Hoch über die Gemeinde von Hundertingen und eine majestätisch anmutende Kirche. Ich bin in Riedlingen angekommen. Das Wetter hat es wieder mal geschafft, kurz vor Schluss anzufangen zu schütten. Nun noch einmal zu meiner Etappe. Heute am 11.04. bin ich in Beuron erst gegen 10 Uhr losgefahren, weil ich gehofft habe, dann wird das Wetter besser. Hier hatte ich nur das Kloster angesehen, soweit wie es ging. Dann ging die Tour durch Donau durchs Brusttal hindurch nach Gützenstein. Von Gützenstein nach Sigmaringen. In Sigmaringen habe ich das Schloss angesehen. Ich fand das eine der schönsten Schlösser, die ich je gesehen habe.
und von Sigmaringen, wo das allgemein ebener bis nach Riedlingen und kurz vor Riedlingen bei der Ortschaft Bitzwangen hat es wieder angefangen zu schütten. Und dort habe ich mich erstmal kurz untergestellt, bin dann weitergefahren in Riedlingen. Aber dann hat es nicht mehr aufgehört zu regnen. Zwar nicht so doll, aber es regnete weiter. Und die Gesamtlänge dieser Etappe betrug 69 Kilometer. Blick erstmal das Hotelfenster in Riedlingen. Bevor es dann weitergeht, schaue ich mir die Stadt an. Eine Herberge in Riedlingen. Stadttour, Stadtkirche, die Altstadt von Riedlingen hat viele enge kleine Gassen. Ich habe jetzt den Donauradweg verlassen. Hinter mir liegt Riedlingen, der viereckige Klotz davor ist das Krankenhaus und nun ein Blick über die Schwäbische Alb. Durch Zwiefalten bin ich gefahren, um in die Wimmenzer Höhle zu gelangen. Zwiefalten hat ein Kloster, bzw. eine Klosterbrauerei. Auf dem Weg zur Wimmenzer Höhle. Ich bin angekommen an der Wimmenzer Höhle. Der Eingang zur Höhle ist nur mit Begleitung möglich. Nun muss ich warten, ob andere noch wollen. Wegen einer Person ist kein Eintritt. Was mir mit 3 Meter, ich war jetzt direkt unter uns. 3 Meter? Ah, das seht ihr doch. Wir lügen uns an. Sie doch gerne überprüfen. Ich habe noch nicht. Bleibst du da hinten stehen? Wenn ich dabei im Wasser ist, bitte rausschwimmen. Da höre mich jetzt selber auch schon auf den Stück für Kalksteinhöhlen, wo so ein Licht dran ist. Da bildet sich dann Moos in die Pfanne. Ja, jetzt tropft etwas. Ja, die ist etwas inkontinent, die Höhle, die liegt an allen, ich sehe, ich fahre so langsam, sie können reagieren. Allen Tropfen kann ich nicht ausweichen. Ja.
Nein, nein, in der Regel haben wir so um die 1,50 bis 2 Meter. So, jetzt wird es enger, bitte bücken. Jetzt machen wir ein bisschen Gymnastik. Hier liegen. Nein, nein, so gemütlich machen wir es uns nicht. Ja, Bilder ist schlecht für dich, ja? Ja. So, jetzt unter uns haben wir wieder 3 Meter Wassertiefe und über uns haben wir jetzt so circa 10 Meter massiver Fels. Ah, 10 Meter? Ja. Ja. Der Schränk ist normal. Nach der Bootsfahrt in der Höhle geht es jetzt weiter wieder Richtung Donau. Man kann auch in der Höhle eine Tauchfahrt buchen, eine Dauer von fast 12 Stunden. Ich bin in Haiting. Von der Höhle bisher her ging es allmählich bergan. Erst natürlich etwa Friedling, wo ich losgefahren bin. Nach Bärseilicht Haiting ging es eigentlich schon mehr bergab wie bergauf. Wieder die Donau, 7 Kilometer von Haiting entfernt. Obermarschtal. Sieht ganz wie ein Kloster aus. Hinter mir liegt die Stadt Munteringen bei ca. 5 Meter über mal 0. Aber hier im Kreis Donaualb ändert sich das Laufen. Ein ständiges Berg- und Talfahren. Rotenacker. Hier sieht es so aus, als ob die Donau zum Stehen gekommen ist. Eine Anhöhe bei Ehringen, Blick übers Donautal.
Formsteine ist eine Zellstofffabrik. Sind ungefähr noch 26 Kilometer bis Ulm. Also genau wissen das die Schildermacher auch nicht. Ich habe schon mindestens 3 Schilder mit 26 Kilometer gesehen innerhalb in einem Abstand von mehreren Kilometern. Die Iller setzt einen Weg von 147 Kilometern hinter sich. Sie entspringt bei Oberstdorf. Nun fahre ich den Illerradweg Richtung Ulm weiter, wo sie dann auch mündet in die Donau. Nach 90 Kilometern von Riedlingen erreichte ich Ulm. Ulm in Baden-Württemberg. Ich bin im Hotel in Neu-Ulm angekommen. Ich bin jetzt in Bayern. Noch einmal zu meiner Tour vom 12.04. Ich begann in Riedlingen, machte einen Abstecher zur Wimmenzer Höhle. Von dort aus ging es nach Haiting. Dieses Stückchen ist Biosphärenreservat. Schwäbische Alpen war eigentlich das schönste Stückchen der gesamten Tour. Von Haiting ging es wieder zur Donau, wo ich bei Rechtenstein die Donau erreichte. Von Rechtenstein über Munter gingen bis Ehringen war es ein ständiges Auf und Ab. Von Ehring nach Ulm war es ziemlich eben geworden. Aber man kann schon sagen, dass die Donau hier viel durch Bauernland führt. Bevor es weitergeht, geht es in die historische Altstadt von Ulm. Mein Quartier ist in der Augsburger. Es ist ein Fußmarsch nach Ulm, nicht allzu weit. Auf der Stadtkarte sieht man die Iller-Mündung viel besser wie in Natura. Ich bin von Ulm-Wipplingen auf dem Illerradweg zur Donau gekommen. Und die Donau kommt ebenfalls von Wipplingen. Und hier ist dann die Mündung der Iller in meinem schön gelegenen Stadtpark. Der Blick aus meinem Hotelzimmerfenster schaut man auf einen Hinterhof. Und über den Dächern sieht man die Spitze des Ulmer Münster. Das Rathaus.
Ulmer Münster, den höchsten Kirchturm der Welt mit fast 162 Metern Höhe. Ulm, Neu-Ulm vom Ulmer Münster Kirchturm. Ich bin beim Abstieg.
Überreste der alten Stadtmauer von Ulm. Das bayerische Neu-Ulm. Donau bei Ulm. Nun geht es weiter Richtung Dillingen. Auf den Ulmer Wehr Richtung Ulm. Richtung Dillingen. Ab hier kann man ohne weiteres mit dem Boot fahren. Ich bin bei Flusskilometer 2579. Die Donau ist der einzige Fluss, der die Kilometer rückwärts zählt. Das heißt, an der Mündung am Delta im Schwarzen Meer ist die Null. Und je weiter man stromaufwärts kommt, je höher werden die Zahlen. Es bleibt mir nichts erspart. Und nun graubelt es auch noch. Duft der Heimat, überall Bärlauch. Hier kurz hinter Neu-Ulm im Donauwald gibt es viele kleinere und größere Seen. Hier ein Altarm der Donau. Auf den Wegesrand. Wenn es so weiter regnet, kriege ich Probleme, auf den Radweg an der Donau entlang zu fahren. Noch ein guter halber Meter ist ja noch Platz zur Deichkrone. Die A8 zerstört die fast 10 Kilometer lange Ruhe. Ab Ulm heißt die Tourismusregion Schwäbische Donau. Und von der Landschaftsform heißt es Donaumoos. Die Stadt Günzburg. Über Günzburg steht die Schloss Reisenburg. Nach Günzburg wird es wieder etwas gebirgiger. Ich bin auf dem Weg zu einem Aussichtsturm. Richtung Westen. Der schwarze Strich am Horizont ist der Ulmer Münster. Thank you.
Richtung Süden. Harthausen, Etenbach, Konzenberg, Richtung Osten, bei den Sendemasten ist Staufenberg. Hier noch vorbei. Das Kraftwerk. Blick übers Donautal. Da unten schimmert die Donau. Der Turm ist 35 Meter hoch und hat 128 Stufen. Ich bin in Lauingen. Bin wieder an der Donau, kurz nach Lauingen. Der nächstgrößere Ort müsste Dillingen sein, mein Etappenendziel. In den Wäldern wächst eine, für meine Begriffe, seltene Art von Schilf, das Dunkelgrüne.
bin in Dillingen angekommen. Und das zum ersten Mal bei Sonnenschein, dass ich jemals ein Etappenziel erreicht habe. Nur noch einmal zu der Tour vom 13.04. Ich begann in Ulm in einer kleinen Stadtbesichtigung, Ulmer Münster. Als ich dann beendet war, ging es Fahrrad weiter, und bald ich angefangen habe mit Fahren, fing es an zu graubeln. Und vorher schönes Wetter, aber sobald ich aufgestanden bin, das Fahrrad fing es an zu graubeln. Das hielt eine Weile an. Der Weg führte mich dann durch Auen bis nach Günzburg. Günzburg war eine kleine Anhöhe, da war oben der Aussichtsturm. Ging es auch weiter, wieder durch Auen bis hier um Dillingen erreicht habe. Die gesamte Etappe betrug 54 Kilometer. Ein Blick aus meinem Hotelzimmerfenster und sieht das Schloss, Rathaus,